Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Foundation. Wir sind dabei, unsere Bürger hoffentlich wieder etwas glücklicher zu machen. Was ich hier auf jeden Fall machen werde, das... hier steht zwar, kommt schon nicht missbrauchen, aber ich werde hier einfach noch ein paar... Denkt auch an die Nachbarn. Okay, lustig. Dass ich hier noch ein paar Schafe und bei den Kühen auch noch ein paar Kühe hinzupacke. In der Hoffnung, dass das in irgendeiner Art und Weise eine positive Auswirkung hat. So, kommt schon nicht. Ernsthaft, hört auf. Denkt an die Nachbarn. Okay, das ist ganz lustig gemacht. Hier haben wir auch noch ein paar Kühe auf jeden Fall. Weil da hatten wir so das Problemchen, dass wir scheinbar irgendwie nicht genug Milch haben. Beziehungsweise nicht genug im Endeffekt Käse dann einfach, den wir da aufkaufen können. Gut, ich lasse jetzt auch wieder ein bisschen schneller laufen. Wir möchten ja vorankommen. So. Süß. Ich finde es irgendwie sehr, sehr niedlich. So, hier haben wir doch so eine schöne Gegend. Ich meine, die müssten ja eigentlich weit genug. Ja, Attraktivität sehr hoch. Das ist das Wohnhaus, was am nächsten dran ist. Also, ja, würde ich mal sagen, passt schon. Hier auch, ey. Geil. Und die müssen die Kisten durchschleppen. So, ey, scheiße, Schaf, geh aus dem Weg. Bin mal gespannt. Oh, 61 schon, das ist sehr gut. Naja, also wir Wildschweine haben wir jetzt immer noch nicht ganz so viel. Hat uns überlegt, ob wir hier oben vielleicht auch noch einen. Wir haben hier so ein bisschen Wald. Und wenn wir in die beiden Gebiete holen, können wir hier diesen Wald noch nutzen. Da, Jagdhütte, weil die hat ja so einen riesigen negativen Kreis. Baubeginn. Und dann können wir hier oben Jagdgebiet einzeichnen. Dup, 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 dup. Alles klar. Ich hoffe, das klappt. Was mich ja auch interessieren würde, ob ich hier unten ein Jagdgebiet einzeichnen kann und die von da oben dann hier runter geht. Das würde mich auch noch irgendwann interessieren. Oh, zwei neue. Okay. Oh, hier, das, die haben immer noch kein Wohnhaus, die Armen. Wer wohnt denn hier überhaupt? Mail. Hashtag 11. Jo, wer wohnt denn da? Ah, die haben alle keinen Namen. Super. Das ist doch toll. Dann haben wir erstmal ein bisschen Beförderung, die wir nicht machen. Außer die, die nichts kostet. Ne, machen wir erstmal nicht. Hatte ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass ich damit jetzt erstmal warten möchte, weil wir die Zufriedenheit erstmal geregelt bekommen müssen. Bevor wir da jetzt noch weiter so viel befördern und noch mehr Leute, die höherwertigeren Lebensmittel haben wollen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es daran liegt, dass die einfach noch nicht genug, also dass denen Fisch und Bären auf Dauer halt nicht ausreichen. Und dann so, ey, ich bin doch hier Bürger höheren Standes. Könnte ich mir vorstellen. Kaufen wir da hinten überhaupt schon was?
Ja, Honig. Oh, eine der 50.000 Schafsstatuen ist fertig. Also Klamotten scheinen wir jetzt erstmal genug zu haben. 268. Das scheint ja zu reichen gerade. Oh, stimmt. Den hatten wir ja auch. Okay, das Wasser ist nicht so ganz. Außer es ist sehr, sehr klares Wasser. Okay, ein Unglücklicher verlässt uns. Da müssen wir direkt mal auf die Arbeitsplatzliste gucken. Böttcherei ist nicht so schlimm. Bergmann. Ich würde sonst erstmal den Koch hier machen. Oh, Schneiderei ist einer weg. Das ist nicht so gut. Haben gerade über die Klamotten gesprochen. Da arbeitet niemand. Okay, ich glaube, wir haben ein paar Baumeister verloren. Ich habe jetzt einfach mal bei der Einzelnen da einen mit hingepackt. Ach, jetzt ist er fertig. Jetzt kam das Wasser. Musste nachgeliefert werden. So, wir hatten hier noch so eine Mini-Taverne, ne? Die würde ich einmal bevorzugen wollen. Ich überlege gerade hier. Hinten wäre durchaus Platz für noch einen ganz kleinen Mini-Marktstand, aber ja, es ist halt schon ziemlich nah. Also, wie ich finde, habe ich die eigentlich halbwegs gut verteilt. Hier ist eine. Man könnte natürlich überlegen, ob man hier hinten noch einen hinmacht. So hier zum Beispiel, so an die Brücken. Oder in der Nähe der Schafstatue mit dem Brunnen. Dann möchten wir vielleicht hier noch ein paar hinziehen, dass wir da so noch einen hinmachen. Wäre jetzt so meine Idee. Wir können das ja einfach mal machen. Markt. So, den möchte ich bitte hier irgendwie hinpacken. Ein Lebensmittelstand. So. Ein Lebensmittel. So, würde ich mal zählen. Wir brauchen Fisch, Beeren. Fisch, Beeren. Fisch, Beeren, Brot, Käse. Schlechtes Wetter. War ja klar. Fisch, Beeren, Brot, Käse. Dann wäre ja auf der anderen Seite, könnten wir dann Klamotten verkaufen. Oh, muss mal gucken, dass der Zierbaum und Luxusgüter. Würde ich auch so zwei Stück hinpacken. Dann können wir Kräuter und Honig verkaufen. Und hier in die Mitte, damit die Bäume weggehen, packen wir so ein paar Sachen hin. So. So, zum Beispiel noch eine Bank dazu. Wunderschön. Ja, wunderschön ist was anderes, aber die Schilder brauchen wir auch erstmal nicht. Aber dann haben wir hier noch so einen kleinen großen Marktstand. Ich würde jetzt die Häuser da erstmal weglassen. Baubeginn. Dann müsste der relativ schnell, hoffe ich mal, fertig sein. Den priorisieren wir auch. Direkt. Da haben wir hinten auch nochmal Arbeitsplätze. Vielleicht möchten dann hier auch noch ein paar Leute hinziehen. Ah, guck mal hier. Die holen sich hiervon immer Wasser. Das ist auch schon mal ganz gut. Mit die Therme so. Oh, wir sind bei einer Zufriedenheit von 81. Wie auch immer ich das gerade im Moment hinbekommen habe. Oh, ein Gesandter bittet um Audienz. Was willst du denn schon wieder haben? Fisch. Wie viel Fisch haben wir denn?
Oh, wir haben ein bisschen Wein. Also dezent. So ein bisschen. Wo ist denn jetzt der Fisch? Bin ich blind? Fischi, da. 475. Gut, kannst du haben. Wem helfen wir denn? Der Arbeiterschaft würde ich helfen. Also dem Volk. So, ja, dich möchte ich nicht. Wieso ist der nicht eingelagert? Das verstehe ich ja nicht. Ja gut, dann werde ich erstmal den. Das ist ja schon wieder weg. Fisch. Da, bevorraten. Ich meine, wir haben 500 Fische und es sind keine 20 Fischdinger in dem Speicher. Das wundert mich ein bisschen. Wo ist der Fisch? Vielleicht sehen die das mit, was noch im Fluss ist. Ja, also theoretisch könntest du das ja angeln. Deswegen schreiben wir es dir einfach mal gut. Das wäre richtig bescheuert. Im Prinzip wie GEZ. Oh, jetzt haben wir es. Können wir losschicken und bevorraten wegdrücken. Sehr schön. Was haben wir? Oh, ein bisschen Geld gekriegt. Je, zwei neue. So, ich hoffe jetzt, dass das hier hinten funktioniert. Wer ist denn zugewiesen? Warten, 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 warten. Okay, wir warten überall noch. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen länger warten. Oh, unsere Taverne kommt langsam. Okay, wie sieht das hier hinten aus? Hier hinten war noch niemand. Ach, toll. Obwohl, 20 Bretter. Nee, wir haben alles schon da. Es muss nur noch gehämmert werden. Wundert mich ein bisschen. Hat nur einer das Zeug hingeschleppt. Gibt Schlimmeres jetzt als. Oh, das mit der Milch hat, glaube ich, funktioniert. Mit 6 Kühen mehr pro Kuhstall. Oh, die eine Kuh backt im Strohhaufen. Ah, ja, Ja, okay, alles klar. Das ist Bertha. Oder? Die sieht doch aus wie eine Bertha. Das ist eine Bertha. Oder? Das ist eine Bertha. Bertha, die hungrige Kuh. Ich finde, das passt. Bertha, lauf nicht weg. Bertha! 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 Du backst in den Felsen, Bertha. Bertha kann fliegen, so ein bisschen. Bertha, komm zurück. Ich verfolge Bertha jetzt ein bisschen. Hallo, Bertha. Bertha. Bertha, du kannst. Nein, nicht die Kopf in den Sand stecken. Bertha. Bertha. Bertha ist ganz schön viel am Fressen und frisst scheinbar auch alles Mögliche, ne? Also ich meine, jetzt läuft sie durch eine andere Kuh durch. Also Bertha ist halt eine ganz harte. Bertha ist schon eine echt krasse Sau. Bertha. Bertha, wo gehst du hin? Bertha. Ja, nicht wieder in den. Oh, Bertha. Ach, Bertha, Mensch. Jetzt wirst du auch noch gemolken, Bertha. Harter Tag, harter Tag. Ist einfach ein harter Tag für die Bertha, ne? Tschüss, Bertha. Ich glaube, wir belästigen sie jetzt auch nicht weiter. Ich glaube, das stresst Bertha doch etwas. So, ich mache das jetzt mal. Genug Beförderung für heute. Möchte jetzt nicht befördern. Ach ja. Ich fand Bertha schon sehr sympathisch. Ich meine, die hat einen echt stressigen Tag. Müsst ihr zugeben, ja. Also, Bertha. Ach, hier ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich wieder Bertha, ne? Die so immer so komisch in den Berg backt. Die backige Berg-Bertha. Das ist doch BBB. BBB, die backige Berg-Bertha. Das ist schon so eine Story für sich, ne? Muss man ja mal ehrlich zugeben. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier demnächst noch irgendetwas fertigstellen. Das wäre ja mal was. Wenn da steht minus 65. Aber ich. Okay, jetzt mache ich tatsächlich minus.
Aber eben habe ich nicht wirklich Minus gemacht. Das hat mich ein bisschen verwundert. BBB, die buggige Bergbertha, wird uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Und die Taverne geht auch langsam voran. Oh, das ist ganz schön knapp, wenn die da drunter laufen, ne? Aber es scheint die ja nicht zu stören. Ja, was? Ich bin gerade durch ein Holzpfosten gelaufen. Ja, ne, also das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt hier, ne? Also, ja, sich ja auch alle kleinlich da, ne? Oh, die Musik backt wieder ein bisschen. Das ist ein schöner. Ah. Das ist ein schöner Brunnen. Und jetzt haben wir auch wieder Unwetter. Ist doch super. Das ist doch ein tolles Ende, damit ihr das diese Folge nicht so sehr mitbekommen müsst. Dieses wunderschöne Unwetter, das können wir uns für nächste Folge aufheben. Sage ich jetzt erstmal, das war's für heute. Wie ich ja schon angefragt habe, die Folgen von Foundation werden jetzt zweimal die Woche kommen. Die von Ostschiff auch. Ich habe gedacht, kann ich auch für beides einfach machen. Und zwar kommt Ostschiff dann Montag und Freitag und Foundation kommt Mittwoch und Samstag. Immer so bei 18, 19 Uhr, also irgendwas zwischen 18 und 19 Uhr. Ich kann da manchmal nicht immer dieselbe Zeit einstellen, weil dann werden mir das eine Mal nur die halbstündigen Sachen angezeigt, manchmal die viertelstündigen, also so 18.15, 18.45, manchmal nur 18.30, 19 Uhr. Irgendwie komisch momentan bei YouTube, deswegen zwischen 18 und 19 Uhr kommen auf jeden Fall mal die Folgen. Foundation, also Mittwoch und Samstag und Ostriff Montag und Freitag. Ich freue mich auf euch und dann bis zum nächsten Mal.